Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Alex und ich möchte euch heute ein weiteres Muster vorstellen. Und zwar sind das die beschwipsten Büschelmaschen. Das klingt vielleicht erstmal ein bisschen komisch und eigentlich ist es auch nicht so ernst gemeint, denn es sind diese immer in Dreiergruppen zusammen abgehäkelten ganzen Stäbchen, die eben je nach Reihe mal in die Richtung und mal in die Richtung geneigt sind. Und dadurch ein wirklich sehr, sehr schönes Muster ergeben, was einfach ist. Wenn ihr in der ersten Reihe ein bisschen aufgepasst habt, dann läuft das ganz von alleine weiter. Und was ich auch nochmal zeigen möchte, bevor es wirklich losgeht, dass man dieses Muster wirklich sehr schön nehmen kann für jede Jahreszeit, je nachdem, was man für eine Wolle und für eine Nadelstärke verwendet. Denn während dieses hier vielleicht so für ein Übergangsprojekt schön ist, wenn man jetzt einen Schal nimmt oder das Ganze auch erweitert für ein Oberteil oder eine Stola oder, kann man das Ganze, wenn man es hinterher nach der Fertigstellung dehnt, also feucht macht und dehnt, dann sieht das schon nahezu lässig aus, dass man also hier wirklich auch ein luftiges Muster machen kann oder man nimmt gleich eine größere Häkelnadel oder aber man kann das Ganze auch wirklich sehr schön mit dickerer Wolle machen. Dann hat man natürlich immer noch die gleichen Abstände, aber das Ganze ist ein bisschen dichter und dann geht das auch durchaus für einen Winterschal und das ist ein schnelles Muster, was wirklich Spaß macht. Jetzt aber genug gequatscht, jetzt zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Das Muster ist beliebig erweiterbar in der Breite, in der Höhe natürlich durch die Anzahl der Reihen. Ihr braucht nur für dieses Muster ein Vielfaches von 4 und am Ende braucht ihr noch plus 2 Maschen. Also ob ihr jetzt 20 Maschen nehmt plus 2 oder 80 Maschen plus 2, das ist total egal. Ich schlage jetzt hier mal 20 Maschen an. Die ich für mein Muster brauche und zum Schluss füge ich dann noch 2 Maschen hinzu. Die erste Reihe ist ein klein wenig schwieriger als der Rest. Ab der zweiten Reihe wiederholt sich immer diese eine Reihe, also keine Sorge, nur jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen und es geht folgendermaßen los. In die fünfte Masche vom Haken, also 1, 2, 3, 4, 5 machen wir unsere erste beschwipste Büschelmasche und zwar hinten in die Perle empfehle ich immer. Ihr könnt das, wenn ihr das anders machen möchtet, auch in die vorderen Schlingen einstechen. Ich finde immer den Rand schöner. Also hinten einstechen für ein Stäbchen und ihr häkelt die ersten beiden Schlingen zusammen ab und lasst das nicht, also unvollendet. Das Ganze machen wir nochmal einen Umschlag machen, hinten einstechen, Schlinge holen, das Stäbchen nur zur Hälfte abhäkeln. Jetzt habt ihr 3 Laschen auf dem Haken und noch ein drittes Mal ein Stäbchen halb abhäkeln. Jetzt habt ihr 4 Schlingen auf dem Haken und die brauchen wir. Das sind also 3 angefangene Stäbchen. Und wenn ihr diese 4 Schlingen hier habt, werden alle zusammen abgemascht und wir machen eine Luftmasche zum Schließen des Ganzen. Jetzt werden hier unten 2 Maschen übersprungen und in die dritte machen wir eine feste Masche. Jetzt kommen 3 Luftmaschen, die brauchen wir für die nächste Reihe. 1, 2, 3. Und in die nächste freie Masche, also neben die feste Masche, machen wir wieder eine Büschelmasche. Erstes Stäbchen nur halb. Zweites Stäbchen auch nur halb.
drittes Stäbchen auch nur halb abhäkeln. Jetzt sind wieder vier Schlingen auf dem Haken, die werden alle zusammen abgemascht und eine Luftmasche zum Schließen. Jetzt wiederholt sich das. In die dritte Masche, 1, 2, 3, was bei mir hier das Grüne ist, kommt eine feste Masche. Jetzt kommen drei Luftmaschen. 3. Und in die nächste Masche wieder eine Büschelmasche. 1. 2 und 3. Vier Schlingen sind auf dem Haken. Die werden zusammen abgemascht und eine Luftmasche zum Schließen. Okay, jetzt werden hier unten wieder zwei Maschen übersprungen. In die dritte kommt eine feste Masche. Das ist sozusagen ein Anker. Das werden wir in den späteren Reihen auch brauchen. Dann kommen wieder drei Luftmaschen, die werden in der nächsten Reihe behäkelt. Und in die nächste freie Masche kommt hier wieder eine beschwipste Büschelmasche. Einmal, zweimal, dreimal. Vier Laschen sind auf dem Haken, die werden zusammen abgehäkelt und eine Luftmasche gemacht. Jetzt werden wieder zwei Maschen übersprungen. Hier kommt eine feste Masche rein. Und da wir jetzt hier kurz vorm Ende sind, wird das Ende ein bisschen anders gearbeitet. Nach der festen Masche kommen nur zwei Luftmaschen, das ist immer nur zum Reihenende. Und in die letzte Masche kommt ein normales Stäbchen. Das ist Reihe 1. Ab jetzt wird es einfacher. Jetzt braucht ihr keine Maschen mehr zählen, sondern einfach nur gucken, wo ihr eure Zwischenräume habt. Dazu machen wir vier Luftmaschen zum Wenden. Ist irgendwie ein Haar. So. Und jetzt seht ihr hier diese beiden Luftmaschen von eben und darum arbeiten wir unsere erste Büschelmasche. Genauso wie ihr das in der ersten Reihe auch gemacht habt. Drei nicht vollendete Stäbchen nebeneinander, alles um diese Luftmaschen drumherum. Wieder bis ihr vier Schlingen auf dem Haken habt, das Ganze mit einer Luftmasche schließen. Und jetzt kommt immer nur in diese Dreier Luftmaschen Zwischenräume, die ihr in der Vorreihe gemacht habt. Da wird jetzt weiter gehäkelt. Also ihr braucht euch Gott sei Dank gar keine Räume suchen, gar keine Maschen zählen, sondern einfach nur hier in die Lücke zum Anker setzen. Erstmal eine feste Masche machen, dann kommen wieder drei Luftmaschen und eine beschwipste Büschelmasche. Alles um diese Luftmaschen drumherum. Vier Schlingen zusammen abmaschen. Und schließen mit einer Luftmasche. Hier ist unsere nächste Luftmaschenkette. Da kommt auch wieder als Anker eine feste Masche rein. Drei Luftmaschen, die wir in der nächsten Reihe brauchen. Und eine Büschelmasche. Zwei. 3, zusammen abmaschen und schließen.
Hier ist unser nächster Zwischenraum. Das gleiche wieder. Feste Masche, drei Luftmaschen, Büschelmasche. Die vier Maschen laschen zusammen, abmaschen und schließen. Jetzt ist hier unser letzter Luftmaschenbogen und am Ende machen wir das jetzt immer gleich. Das ist die einzige Ausnahme im Vergleich zu den anderen Maschen. Immer nur am Ende um unsere letzten Luftmaschen drumherum eine feste Masche, nur zwei Luftmaschen und ein Stäbchen. Das ist immer nur am Reihenende. Zum Wenden wieder vier Luftmaschen. Arbeit umdrehen. Und hier in unseren Zweier Luftmaschenraum kommt wieder die erste Büschelmasche direkt hinein. Auch genauso, wie ihr das eben gearbeitet habt. Also diese zweite Reihe, die wir eben gemacht haben, die wird sich jetzt immer wiederholen. Ich mache die Reihe nochmal mit euch zusammen, damit ihr nochmal ein bisschen sehen könnt, wie es funktioniert. Ist immer das gleiche System. Eine feste Masche, drei Luftmaschen und eine Büschelmasche, alles um diese Luftmaschen drumherum. Eins, zwei, drei, schließen und in die nächste. Feste Masche, drei Luftmaschen und eine Büschelmasche mit drei nicht zu Ende gehäkelten Stäbchen. Bei vier Schlingen wird zusammen abgemascht und geschlossen mit einer Luftmasche und um den nächsten Luftmaschenbogen drumherum feste Masche, drei Luftmaschen, eine Büschelmasche. Und auch hier wieder abmaschen und schließen. Und hier kommt jetzt wieder unser letzter Bogen. Also am Ende war das Ende ja anders. Feste Masche, nur zwei Luftmaschen und ein Stäbchen. Ja, und so sieht das jetzt nach drei Reihen aus. Also das ist so schon total hübsch. Und wie gesagt, man kann das Ganze auch noch ordentlich spannen und dann habt ihr es sehr sommerlich, luftig, lässig. Und wenn ihr dann vielleicht noch ein schönes Baumwollgarn nehmt oder irgendwas Kühlendes mit Tencel zum Beispiel, habe ich mittlerweile im Angebot. Oder, mit Viskose zum Beispiel ist auch total schön, weil das ein bisschen kühlendes Material ist. Dann kriegt man da auf jeden Fall schon mit einem Strang, der so ungefähr 400 Meter hat, kriegt man da einen schönen sommerlichen Schal hin. Oder eben, ihr nehmt kuschelige, dickere Wolle, also so, das ist so Sockenwollstärke in ganz weich. Und das sieht dann nach ein paar Reihen so aus. Oder für die kalte Jahreszeit eben dickere Wolle. Und dann sieht das Ganze so aus. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt Interesse an diesem Muster und macht ein schönes Projekt daraus. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, für welches Projekt ihr dieses Muster nehmen würdet. Oder ob ihr einen Schal macht, ob ihr da vielleicht
ein Cardigan draus macht, wo ihr das Muster für nutzt oder was ihr damit überhaupt macht. Ob ihr das Ganze gut findet, lasst mir gerne einen Kommentar da. Mich interessiert das immer sehr, was ihr aus diesen Mustern macht und wie ihr das findet. Und über einen Daumen freue ich mich natürlich auch. Dann hoffe ich, dass wir uns ganz bald wiedersehen und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe. Macht's gut, tschüss, eure Alex.